Wunderbar, das ist toll. Man kann hier gerne schön bummeln gehen anschließend oder was essen oder einkaufen. Also ist nett, gefällt mir gut. An sich ist Kleinmachnow echt eine schöne Gemeinde, aber wir haben ziemlich wenig für Jugendliche oder Einrichtungen, in denen man, sag ich mal, sich irgendwie mit den neuesten Spielen oder, sag ich mal, wie sowas wie Mediamarkt fehlt hier. Und dann hat man hier wenigstens Reichelt und ein paar Bücherläden. Und hier gegenüber dann die neue Bio-Company, wodurch das doch dann wieder ein bisschen zentriert wurde. Jetzt zum Beispiel morgen haben wir ja die italienische Nacht, wo man dann auch sagen kann, dann hat man hier wenigstens mal was. Und das ist schon das Schöne. Also vor der Rathausmarkt hier da war es doch ziemlich leer und auch ziemlich langweilig teilweise, muss man noch sagen. Ja, hier hat man das ganze alle Einkaufsmöglichkeiten auf einem Fleck. Und das Angebot hier vom Reichel ist insbesondere sehr gut. Die Mischung, dass man doch von fast vielen Dingen was kriegt, was man braucht. Also Drogerie, Elektronik, Lebensmittel, Zeitung und so weiter. Natürlich auch für Frauen die Mode und Eiscreme gibt's. Sonst gibt es kein Zentrum in Kleinmachnow. Das ist wie ein innerstädtisches Zentrum. Das ist nicht so eine Zersiedlung, sondern hat irgendwas von einem dörflichen Charakter oder städtischen Charakter. Aber alles aufeinander ist, man kann überall hingehen. Also man braucht nicht jetzt erstmal stundenlang woanders hingehen. Hier kriegt man doch alles. Das ist einfach der einzige Ort in Kleinmachnow, wo alles so geballt und konzentriert ist und man einfach alles findet, was man braucht. Aber ansonsten, also jetzt, wenn Sie mich fragen, ob ich ihn schön finde, das finde ich eher nicht. Vielleicht irgendwie eine Einrichtung für mehr Jugendliche, weil da oben gibt es ja diesen Jugendfreizeitclub, aber da gehen ja auch mehr die etwas kleineren hin und hier fehlt irgendwie noch was, wo man sich für die Jugend versammeln könnte oder irgendwie ein Café oder sowas in der Art. Grundsätzlich ganz gut, leider zu wenig Grün. Hätten ein paar mehr größere Bäume hier stehen können. Für abends vielleicht ein bisschen mehr attraktiv. Das ein oder andere Lokal, wo man abends vielleicht auch noch mal zusätzlich hingehen könnte. Es müsste ein bisschen mehr Grün vielleicht noch. Also wenn die hier, der Springbrunnen ist schön, und wenn sie dann hier so mehr, noch mehr Grün in der Mitte gemacht hätten oder so. Andere Architektur, vielleicht anderes Pflaster, vielleicht ein bisschen angenehmere Atmosphäre, ein bisschen mehr Bäume.